Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Dark Souls. Ja, beziehungsweise natürlich Dark Souls 3. Wisst ihr, was mir nicht gefällt? Die Tatsache, dass wir nur noch ein Estus haben. Das finde ich dezent doof. Jetzt cast noch mal eine Auffrischung. Ja, wenigstens ein bisschen Leben wiederkriegen. Das Magieviech ist irgendwo da oben, glaube ich. Ne, da ist das Magieviech. Bin ich hier eigentlich irgendwo noch so ein. Ne, habe ich nicht, ne? Ah, ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal so ein Wachsbecken gehabt. Na, jetzt gehen wir erstmal hier draußen. Oh, drei Hammerknochen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir gerne. Da musst du später noch irgendwie aufs Dach raufkommen. Muss ich mich zurechtfinden. Das Viech ist genau über uns. Okay. Wie kommt man da hoch? Vielleicht durch diese Leiter hier. Oh Gott, ich werde es bereuen, wenn ich diese Leiter hochsteige. Ich werde es so bereuen. Irgendwas Böses wartet da jetzt auf mich, außer dieses Magieviech. Ja. Aber warte mal, warum? Oh, falsche Waffe! Oh, Scheiße. Rip, 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 rip. Das war jetzt schlecht. Oh! Ich lebe noch. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir reisen zum Feuerbandschrein. Ich will es nicht riskieren, wir haben eine Glut drin. Das will ich eigentlich ganz gerne schon, ja, behalten. Ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn jetzt mein Lebensbalken dann wieder so schrumpft. Das fände ich so gut. Wir brauchen ein paar Pfeile, aber vorher steigen wir erstmal eine Runde auf. Ist jetzt die Frage, wo stecken wir denn momentan erstmal rein? Vita, glaube ich, war ich jetzt dran, ne? In Vita war ich dran. Ja. Farewell, Ashen One. Ja, danke. May the flames guide thee. So, dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht jetzt mal das Schild mal wechseln, ne? Weil das war ja das mit Blitzschaden. Drachenwappenschild, das war Feuerschaden, Ausdauerregeneration. War nicht so gut. Lothric-Ritter. Schwarzer Ritter. Aber das ist gegen Magie schlechter. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das Gegenstand kaufen. Und zwar würde ich bei dir gerne ein paar Pfeile kaufen. Ich brauche mal wieder Pfeile. Das ist Holzpfeile, das sind Federpfeile. Das waren die Finsternispfeile. Und die Großpfeile. Dann kaufen wir davon mal ein paar. Und davon mal ein paar. Dann holen wir noch. Ja, irgendwo muss ich die Seelen jetzt auch reinstecken, damit sie wechseln. Davon noch ein paar. Und da holen wir noch ein paar. Weil da habe ich, glaube ich, gar nicht Ashen mehr so viele One. gehabt. So, dann haben wir Pfeile. Da habe ich noch Giftpfeile. Oh, waren jetzt nicht so übertrieben viel, aber das passt schon. Und dann dürfen wir wieder dahin. Ich weiß halt echt nicht, was diese Zeichen da bedeuten. Vielleicht habt ihr mir es in die Kommentare geschrieben. 2, 2, 3. Whatever das bedeuten soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich nochmal gucken. Ich wollte ja eigentlich auch nochmal schauen wegen dem Kommentar von wegen meiner Waffe, dass ich dann einen anderen Edelstein nutzen könnte. Aber das habe ich vergessen.
Das ist nicht gut. Was mir gerade nicht gefallen hat, ist, dass dieses Zauberviech... Nee, warte, war das ein neues? Dass das Zauberviech wieder Full Life war. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Habe ich da irgendeinen Fehler gemacht? Hat sich das durchs Neu-Einloggen resettet? Oder liegt das daran, dass das ein anderes, ein neues ist? Ich weiß es nicht. Das werden wir schon rausfinden. Ich hatte irgendwo eine Abkürzung freigeschaltet, oder? War doch so. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt erstmal so herum und dann sehen wir das schon. Wir finden die Stelle dann schon. Die Abkürzung. Kann mich ja auch täuschen, aber ich meine, wir hatten eine Abkürzung. Was ist das für ein Schmodder, den der da... Hey! Den der da hervorholt. Ja. Tut mir weh, schon okay. Wir sollten das nochmal gleich ancasten, vorsichtshalber. Und dann können wir doch eigentlich auch gleich mal kurz gucken. Die können wir gar nicht tragen. Regeneriert vorübergehend TP, wenn auch sehr langsam, kann in beiden Händen getragen werden. Ist das sowas wie die Auffrischung? Wenn das den gleichen Effekt hätte wie die Auffrischung, dann könnte ich es einfach benutzen und die Auffrischung rausnehmen und hätte damit einen Slot frei. So, genau, stimmt. Da war eines dieser Kristallviecher, das wir noch nicht getötet haben. Nein! Oh, ich hasse es. Oh, das ist noch da. Oh, jetzt ist es weg. Ja, toll. Ach komm, dann bleib weg. Dann bleib einfach weg. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Schon sagen, ist das Wachs wieder weg, aber nee, ist noch da. Passt schon. Ich mich gerade frage. Die Hände das Wachs wegmachen? Nee, ich glaube, das ist nur, wenn ich von Gegnern getroffen werde, ne? Oder zu oft getroffen werde. Na, hier war eine Leiter. Die führte nach unten. Von da kam ich rein. Ja, ich glaube, dann verpasst das schon. Ich glaube, das ist die Abkürzung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob noch irgendwelche Gegner runterkommen. Ja, das ist soweit gut. Ja, das sind zwei Magieviecher. Das ist einmal der da. Na, wobei, sind's nicht. Nee. Es war der, der auf mich geschossen hatte. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird's kritisch. Was ist denn... Hallo? Warum konnte ich mich nicht mehr bewegen? Ich kann Ausdauer mehr. Das wird's erklären. Ich glaube, ich hatte keine Ausdauer mehr. Was
Das Wachs habe ich noch drauf. Das ist interessant. Nee, jetzt aber nicht mehr. Muss ich aufpassen, wo ich lang gehe. Hier aus dem Boden kommen. Da ist das Viech. Ja. Aber ist das denn jetzt da drüben? Ich glaube, ich hole mir mal neues Wachs. Ich glaube, das kann nicht schaden. Weißt du, ist den da noch weg? Wow. Wie getan. Bin nicht so gemein. Oh, ich habe ein Estus zurückbekommen. Nice. Oh, jetzt aber. Jetzt reicht's aber hier. Junge, Junge, Junge. So. War nicht noch irgendwo ein kleines Wachsbecken? Irgendwo ist da noch ein kleines gewesen. Naja. Und die haben mich mit irgendwas, haben die mich erwischt. Ui! Ach, jetzt ist der da oben und kann da runter. Das ist ja gemein. Aber Wachs ist noch drauf, okay. Das war ja fies. Muss man nochmal vorsichtshalber ein Estus reinschmeißen. Oh. Natürlich die Masterfrage. Wie kill ich den jetzt? Wie komme ich daran, wo der ist? Der ist da oben. Jetzt interessant. Oh, hi! Wasserfalle für... Ach, da ist das Wachsbecken. Hier hat der offenes Feld auf mich. Der hat was fallen lassen. Nee. Wie ist der Weg jetzt auf einmal irgendwie anders? Nicht blöd? Ich glaube ja, ich bin blöd. Nee, hier. Ja, 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 ja. Da lang. Passt schon, passt schon, passt schon. Kann man überlegen, ob wir den irgendwie wegsnipern könnten. Ich glaube, ich will das nicht riskieren. Tja, war ja so klar. Oh, scheiße. Will erst das Viech kaputt machen. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Wow, ernsthaft? Oh, das ist perfekt! Das ist perfekt! War doch eine gute Idee, den anzuschießen. Kristallschriftrolle. Und ein Estus. Und ein Ritterviech. Okay, die scheinbare Wand, das gefällt mir nicht. Wo bin ich denn jetzt zur Hölle? Oh Gott, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Gebiet noch irgendwie fertig erkunde hier. Hi! Jo! Mitten ins Kreuz. Ist gut. Ist gut. Mich die Viecher erwischt. Da wartet auch noch eins. Was wir ja denken können. Ah, jetzt sind natürlich überall diese Dreckshände. Oh. Weiß nicht, was die machen, wenn die mich zu viel berühren. Mir gefällt das nicht. Ui.
Das gefällt mir nicht. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn der Balken voll ist. Weil ich mir das auch so gut merken kann. Oh, da oben ist auch noch einer. Ja, treff ihn halt mal. Ach du Scheiße. Das Gebiet ist verwirrend. Oh, hi. Nein. Ich krieg dich. Verflucht. Ich wusste es, dass das dieses Fluchtdings ist und ich sterb dann da dran. Oh nein. Aber jetzt könnte dieses große Magiewesen-Viech weg sein, oder? Dann hätte ich das zumindest schon mal nicht mehr. Ich hätte einfach Wachs wieder draufpacken sollen. Es war Quatsch, da ohne Wachs rumzulaufen. Das war dumm. Ja, das ist weg. Weil ich von dem dieses Kristalldingens gekriegt habe. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Dass das nicht wiederkommt, das ist gut. Das ist sehr gut. Die Abkürzung habe ich mir gemerkt. Das ist auch sehr gut. Da oben. Mhm. Ja. Ja, es war. Wir holen uns erst einen Wachskopf. Aber, Haken, nee, passt, genau. Na, dann ist schon okay. War gerade am Überlegen, ob das hier war. Ich hatte gehofft, dass er mich nicht trifft. Natürlich hat er mich getroffen. Gut, Kopf reintauchen. Wunderbar. So. Kann ich ja jetzt meine Mission fortsetzen und vor allem versuchen, meinen Loot wiederzukriegen. Habt ihr das jetzt? So. Ich Pech habe. Mein Wachskopf auch gleich wieder kaputt. Das werde ich so toll. Hallo? Na? Oben ist ein Einzelner und da ist auch noch einer. Mal jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Zumal ich ja jetzt keine Glut-Intus habe. Deswegen verwundbarer bin. Oder schmilzt das Wachs im Laufe der Zeit. Das ist auch eine Leiter. Interessant. Ah, aber da bin ich doch jetzt ganz in der Nähe von dort, wo ich gestorben bin, oder? Beichtstein. Schön. Da ist der Ritter, den ich ignoriert habe. Wahrscheinlich muss ich da demnächst noch lang. Jo, getroffen. Da wollte ich auch nicht lang gehen. Kinder. Den einen da im Eck, okay.
Hier war noch Loot. Eine große Seele, das ist gut. Da kann man irgendwie nach oben, das machen wir gleich. Erstmal mal den kaputt. Dann gehen wir da nach oben. Okay, das ist der, der runtergegeistert hatte. Warum man hier nach oben kann, keine Ahnung. Da ist eine Leiter. Okay. Ich glaube, das ist hier so eine Abkürzung um Abkürzung. Ach, guck mal, tatsächlich. Truhe. Und es ist keine Mimi. Titanitschuppe. Die hätte ich voll übersehen. Die hätte ich vollends übersehen. So, warum war ich jetzt da vorne nochmal gestorben? Eine Kombination aus zu viel Hände. Die Hände hatten mich verflucht. Ich habe kein Wachsen auf dem Kopf. Oh. Jetzt muss ich das runterticken lassen. Ja, ich würde sagen, dann ist das eigentlich eine gute Stelle, um zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal.